Seit 20 Jahren werden auf dem Hof im thurgauischen Amlikon bei Seck die Rindsäule auf die Ulma vorbereitet. Für Tiere heisst das mindestens 2 Training im Tag, anfangs noch 20 Säule, aber nur 15 qualifizieren sich für ein Rennteam. So ein Sau muss darum auch etwas mitbringen. Sie müssen weiblich sein und sie müssen nicht kützelig sein. Ich muss können anlangen, ich muss ihnen ja nachher können den Mäntel anlegen. Und natürlich fit müssen die Rindsäule sein. Die graue RoboQuick hat es geschafft. Sie gehört zu den 15 Auserwählten, die an der Ulma auf der Rennbahn dürfen. Die diesjährige Ulma-Sauschaft sind ein sehr ausgeglichenes Team. Hier sind alle ausgeglichen. Sie sind, sind speziell brave, irgendwie gut situierte Säule. Ja. Die Idee des Säulerennen ist vor mehr als 20 Jahren unter Sauenzüchter im Verband am Stammtisch entstanden. Die Familie Milz hat die Idee weitergezogen und den Rennbetrieb gerade selber übernommen. Das Training sei etwas Spezielles und vor allem der Moment, wo ihre rosaroten Schützlinge zum ersten Mal durch die Arena rennen. Das ist eine riesige Anspannung, bis das erste Rennen durch ist. Das ist immer, da ist man total angespannt. Und man weiss ja, dass es funktioniert. Man hat einen guten Job gemacht, die Frau hat intensiv trainiert. Aber das erste Rennen ist immer, wenn es durch ist, dann ist es eine Entlastung. Bevor es dieses Jahr aber ernst gilt, braucht es noch ein bisschen Training. Es wollen darum noch nicht alle Säule, so wie Susanne Milz das gerne hätte. Die Tiere sind ab und zu noch ein bisschen nervös. Wenn eine ausbricht, wenn sie Stress hat, wenn sie nicht mehr rauskommt, was muss ich jetzt und wo durchgeht, dann, dann rennt sie vielleicht durch den Hack durch. Aber alles halb so wild, der Schock ist schnell wieder verarbeitet und das nächste Training kann kommen.